Ja, hallo Jörg Fuhrmann hier mit einem weiteren ernsten Thema. Professor Bodenmann von der Uni Zürich wies darauf hin, schon 2017 in einem Artikel, dass in der Schweiz 50%, 5 ohne 0, der Kinder, der Kleinkinder schon eine Bindungsstörung haben. Das heißt, dass sie eine unsichere Bindung haben. Und das deckt sich mit den Aussagen anderer Forscher zum Betreuungsmodell, was wir für die Kinder haben in den frühen Jahren. Die meisten Mütter können ja nur kurze Zeit zu Hause bleiben. Ich glaube, hier sind sogar nur 3 Monate, wo bezahlt wird. Und dann müssen die gucken, wie die jetzt klarkommen. Und das heißt also, es geht darum, möglichst früh die Kinder in die Kita abzugeben, oder man muss eben schauen, wie man dann quasi finanziell über die Runden kommt, wenn man dann zu Hause bleibt. Denn so wie das in den 50er, 60er und auch teilweise 70er Jahren noch war, dass ein Gehalt gereicht hat, um eine ganze Familie zu ernähren, das ist ja schon länger nicht mehr so. Und wir haben in der Gesellschaft das riesige Problem, dass Muttersein keine Arbeit ist, kein Job ist und einfach nicht adäquat bezahlt wird und auch nicht gewürdigt wird als sowas. Ich habe letztens mal so ein Cartoon gesehen, da stand eine ältere Dame am Schalter für die Rentenkasse und sie sagte, ja, ich habe meine eigenen irgendwie 8 Kinder großgezogen, dann habe ich meine Enkelkinder gehütet, am Schluss habe ich meinen Mann noch bis zum Tod gepflegt und meine Schwester, und dann sagt der Mann am Schalter und guckt hoch, ja, und richtig gearbeitet haben sie nie. So, ja, das ist genau der Punkt. Das heißt, wir sind in Systemen, wo, das ist in Deutschland natürlich das gleiche Problem, wo das Geld vorne und hinten nicht mehr reicht. Häufig reichen schon gar nicht mehr bei den ganzen Verschuldungen, die Leute dann aufnehmen, reichen schon 2 Jobs häufig nicht mehr. Da hatte ich ja auch ein Video zugemacht. So, und das Problem ist einfach, dass durch diese massenhaften frühen Weggaben von Kindern in den ersten 3 Jahren eben diese Bindungsstörungen entstehen. Frederick hat ja darauf hingewiesen, dass in den ersten 2 Jahren die sogenannte, er nannte das Bindungslandkarte, entsteht. Und das ist die wichtigste Prägung, kannst du sagen, für die Affektregulation und die Selbstregulation. Das heißt, wenn diese Bindungslandkarte defizitär ist und dann kommt im weiteren Lebensverlauf, kommen noch traumatische Erfahrungen on top, dann entwickelt dieser Mensch relativ schnell nachher auch entsprechende tiefergehende posttraumatische Belastungsstörungen, Traumafolgestörungen und so weiter und ist dann entsprechend für sein Leben belastet. Und ich denke, gerade diese Zeit der ersten 3 Jahre ist total wichtig für das Kind, dass es eine stabile Bindung hat. Und bei dem Betreuungsschlüssel, wie gesagt, den diese Kitas häufig haben, wenn da noch eine krank ist von den Betreuerinnen und eine im Urlaub, ja, dann wird es manchmal dann ganz eng und dann sind da zig Kinder, die am Schreien sind, und die ganz Kleinen, die können das noch nicht mal unterscheiden zwischen sich, also innen und außen können die nicht unterscheiden, und da leiden die natürlich massivst drunter, ja, das ist überhaupt keine Frage. Und ich denke, neben dem Thema, wie wir überhaupt in die Welt kommen, Stichwort Geburt, gibt es jetzt demnächst einen Geburtstraumakongress, wo ich auch dabei bin, ist auch wirklich die Frage der, nicht nur der pränatalen und der perinatalen Zeit, sondern auch der postnatalen, also danach. Ja, wirklich die frühe Kindheit, wie da die Bindung und Beziehung aufgebaut wird und ob das Urvertrauen dann entstehen kann. Und wenn das nicht geschehen ist in deinem Leben, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, das wiederherzustellen, gar keine Frage.
Grundsätzlich wäre es aber besser, den Anfängen, wäre den Anfängen ja nach diesem Prinzip es zu handhaben. Aber ich weiß, dass viele Mütter das heute gar nicht mehr können. Vor allen Dingen, wenn sie dann alleinerziehend sind, ist es fast unmöglich. Ja, dann müsste man ja schon direkt in Deutschland jetzt auf Hartz IV hängen. So, und ja, wir sind also in einer prekären Situation und je nachdem, wie sich die Jobsituation noch verschlechtert, in Bezug jetzt auch auf den ganzen Abbau der Industrie, den wir ja so vorantreiben, aufgrund der vermeintlichen Klimarettung infolgedessen, wird das noch viel, viel mehr Familien in Zukunft auch betreffen, dieses Problem. Und ja, man darf nur abwarten, wo das hinführt. Man kann nur hoffen, dass irgendwann einer auf die Idee kommt, Roboter zu besteuern. In diesem Sinne, und das Geld der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann.